Willkommen im Advent und willkommen auch hier im Büro der Deutschen Evangelischen Allianz. Mein Name ist Uwe Heimowski und ich freue mich, dass ich ein paar adventliche Gedanken mit Ihnen teilen darf. Das Bild hinter mir ist eine Fluchtgeschichte. Es hat ein Mann gemalt aus Syrien. Ich werde gleich ein bisschen mehr dazu erzählen. Und die Fluchtgeschichten sind auch adventliche Geschichten. Wir lesen im Matthäusevangelium Kapitel 2 ab Vers 19, dass Josef und Maria mit dem frisch geborenen Jesuskind nach Ägypten geflüchtet sind. Jesus war ein Flüchtlingskind. Er ist dann aus der Flucht zurückgekommen und das Wirken und das Erlösungswerk von Jesus Christus ist für uns alle Menschen seit 2000 Jahren das Größte, was hier hätte passieren können. Trotz dieser Flucht. Und für mich total bewegend an diesem Bild, was Sie hier sehen, ist, dass der Künstler, der es gemalt hat, mit einem Kind, nachdem seine Frau und drei andere Kinder in den Bombenhagel in Homs ums Leben gekommen ist, sein viertes Kind genommen hat, nach Deutschland geflüchtet ist und dann bei uns in der Gemeinde in Gera, wo ich Gemeindepastor war, angekommen ist und uns erzählt hat, dass er eigentlich Kunstmaler gewesen ist und dass er für seinen Sohn dringend Medikamente braucht und sich fragt, wie kann er das irgendwie hinbekommen, wie kann er dieses Geld bekommen. Die haben dann gesagt, wenn du Kunstmaler bist, dann mache ich folgenden Vorschlag. Ich zahle dir das Geld für ein Bild, also ich gebe dir für ein Bild, das du mir malst, so viel Geld, dass du dir hinterher Farbe und Staffeleien und Leinwände für 10 Bilder kaufen kannst und davon machen wir eine Ausstellung bei uns in der Gemeinde. Und das hat er dann gemacht. Wir hatten die Ausstellung, alle 10 Bilder wurden verkauft. Wir konnten von dem Geld die Medikamente für den Sohn bezahlen. Der Junge ist gesund geworden und der Mann hat darüber Ausstellungen in unterschiedlichen Kontexten gemacht und mittlerweile lebt er bei uns in der Stadt und ist ein Künstler, den mehrere Leute kennen. Fluchtgeschichten können manchmal dazu führen, dass Leben gerettet wird. In dem Fall das Leben dieses Sohnes und wir durften mithelfen. Die Geschichte von Jesus hat dazu geführt, dass das Leben eines jeden Menschen gerettet werden kann. Er ist zurückgekommen, er ist ans Kreuz gegangen, für uns, für Sie und mich gestorben. Was für eine Fluchtgeschichte.